für jetzt Reinhard Kühnert, der das Buch in fremder Nähe geschrieben hat, erschienen im Mirabens Verlag. Ja, Herr Reinhard Kühnert, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier bei der Buchmesse. Ja, Ihr aktuelles Buch in fremder Nähe geht in eine Zeit der Geschichte von Deutschland zurück, die schon fast vergessen ist. Ihr Protagonist, Elias Effert, ist einer der Kulturakteure der DDR, der in den 1980er Jahren ausreist. Warum war es denn für Sie wichtig, dieses Thema heute in die Zeit zu holen? Es war für mich wichtig aus einem Grunde, zum Beispiel, dass das, was seinerzeit dazu bewogen hat, das Land zu verlassen, wie Sie gerade gesagt haben, doch schon sehr in Vergessenheit geraten ist. Und dass eine ganze Reihe von Problemen, die wir heute noch haben, 2019, im Grunde nicht anders sind als die Probleme, die damals schon bestanden haben, nämlich der Umgang miteinander, auch wie der Umgang des Westens mit dem Osten war und umgekehrt. Und das dachte ich, das hat auch eine Weile gedauert, weil man muss ja auch mit sich selbst ins Reine kommen, wenn man so ein Buch schreibt. Also zum Beispiel aus dieser ewigen Opferhaltung herauszukommen und einfach nur zu versuchen, etwas zu schreiben und etwas beizutragen, zumindest zu einer Diskussion, weil es nicht um Schuldzuweisung geht und auch nicht um ein Klagelied an der Klagemauer, sondern einfach darum geht, etwas bewusst zu machen. Und das ist, wie wir ja gut erkennen, aus den Nachrichten, aus den Medienberichten, aus dem Feuilleton, das ist ja heute nicht anders als zu diesen Zeiten, ne, vor 30 Jahren. Leider, muss ich sagen. Es ist auch Ihre Geschichte, die Sie mit dem Buch erzählen. Sie selbst, zum Ende des Zweiten Weltkrieges geboren, wachsen hinein in ein Doppelland. In Ihrem Lied, Es war zweimal, beschreiben Sie es treffend mit den Worten, es war zweimal dasselbe Land, nachdem es im Kriege abgebrannt, war es bald derart dividiert, dass es gleich doppelt existiert. Was hat es für Sie als Akteur am Theater bedeutet, in einem halben Land der DDR zu leben? Das hat für mich insofern gar nicht so eine große Rolle gespielt als Theaterautor, weil die Stücke, die ich geschrieben habe, waren für das Publikum in der DDR gedacht. Ich habe da nie so gedacht, ach, vielleicht können Sie das auch in Essen spielen oder weiß ich, in Detmold. Sondern für mich war wichtig, dieses halbe Land, das heißt ja auch in dem Lied, und jede Hälfte behauptet, dass es ein Ganzes ist. So wie die DDR ja behauptet hat, ein Ganzes zu sein und die Bundesrepublik Deutschland ja genauso. Und für mich war das als Theaterautor einfach wichtig, in dieser Szene, in dieser Theaterszene, die ich ja vorgefunden habe, ich bin ja da nur Teil davon gewesen, ich stand ja auch auf den Füßen von Dramatikern, die für mich Vorbilder waren, Heiner Müller, Volker Braun, also da, wo ich wusste, da schreibe ich jetzt etwas, weil ganz viele Zustände in der DDR eben nicht so sozialistisch waren, wie sie immer behauptet wurden. Und da war für mich der Ansatzpunkt. Sie reisten dann in den 1980er Jahren in die BRD aus und eigentlich gingen Sie nur von Ost nach West-Berlin. Ihre Romanfigur Effert resümiert nach dem Fall der Mauer, dass er die DDR halb fliehend, halb vertrieben verlassen hat. Warum war es so schwer, zum einen zu gehen und zum anderen anzukommen in dem anderen Deutschland? Ja, also es war nicht schwer, wegzugehen aus Ost-Berlin, weil dort, wie ich es auch schreibe im Roman, diese angeblichen Freunde die Straßenseite wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Straßenseite gewechselt haben, um mir nicht mehr zu begegnen. Aber es fiel mir schwer, die Leute auf dem Dorf zu verlassen, die in dem ersten Roman eine große Rolle spielen, in Abgang des Allerwärts. Weil das waren Menschen, obwohl sie wussten, dass ich weggehe und sie es nicht verstanden haben. Diese wirklich einfachen Menschen, die aber immer echt waren, wie ich sage. Die waren so echt, auch wenn ihre Ansichten teilweise so waren, dass sie für mich himmelschreiend waren. Aber sie waren immer echt und sie haben zu mir gehalten bis zum Schluss. Und es war wirklich schwer, von diesen Leuten wegzugehen. Also ich reagiere immer noch emotional, weil das ist für mich ganz schwer gewesen. Da gab es viel Tränen, als ich wegging. Aber was da in Ostberlin ablief, überhaupt nicht. Da war nur Doppelgesichtigkeit, Doppelzüngigkeit. Ich kenne das im Schriftstellerverband, wenn ich dann den Mund aufgemacht habe, wo dann anschließend die Kollegen kamen und die auf die Schulter geklopft haben und sagten, hast du gut gesagt. Und ich weiß noch, wie einsam wir uns gefühlt haben. Wir waren ein ganz kleines Häuflein im Roten Rathaus 1979.
die gegen den Ausschluss der neuen Kollegen gestimmt haben. Über 100 Schriftsteller, die ja angeblich die Präzeptoris Germaniae sein wollten, stimmten alle dafür. Schlesinger, der ja heute auch nur schon, Klaus Schlesinger, der ja heute erwähnt wurde, Klaus ging nach vorne und sagte, Kolleginnen und Kollegen, jetzt sage ich, lese ich euch erstmal den Brief vor, um den es hier geht. Weil da waren 90% von den Leuten, die Hand für den Ausschluss hoben, hatten den Brief nicht mal gelesen, die kannten ihn nicht mal. Und das war ein Vorgang, na hallo, ja. Aber gut, dann sage ich mir an dieser anderen Stelle im Roman, das war eine Palastrevolution. Als die Leute hier auf die Straße gingen in Leipzig, das war ein anderes Kaliber. Man wusste nicht, kommt man am Abend wieder nach Hause. Eine Kollegin vom Schriftstellerverband hier sagte mir vor einigen Jahren, sie wussten nie, ob sie zurückkommen. Und sie haben ihre Kinder vorsorglich dann zu Verwandten gebracht. Ich meine, das ist schon, na hallo, ja, kann ich da nicht sagen. Aber es war ja auch schwer anzukommen dann im Westen. Es war schwer anzukommen, das ist der zweite Teil, weil ziemlich schnell klar wurde, dass wenn man nicht in gewisser Weise das bediente, was ohnehin in Mode war oder was also dem entsprach, was man gerne hätte, vor allen Dingen, wenn man so eine störende Stimme war im Chor des Konsensus zwischen Ost und West, wenn man gesagt hat, Moment mal, aber was ich vorhin auch erwähnt habe, dass der Senat überhaupt nicht mitgekriegt hat, dass sie von Ost-Berlin ihn hineinregiert haben in das Theatertreffen. Oder dass ein großer westdeutscher Verlag den Vertrag eines Kollegen kündigte, weil dann gesagt wurde, da müssten wir uns überlegen, ob wir ihnen die Lizenz einer anderen Schriftstellerin weitergeben, von der man mehr Bücher verkaufte. Das ist kein Thema. So, also da war das schon schwer. Und die Ablehnung, die immer wieder kam, und ich immer sagen muss, es war ja auch so, am Anfang sagt der Effert ja, es kann gar nicht schief gehen, weil es hatte 5 Uraufführungen gegeben in der DDR von Stücken, was selten war, auch vor allem in einer kurzen Zeit. Und er hatte fürs Fernsehen geschrieben, erfolgreich, und er hatte für den Funk geschrieben. Und dann kommt plötzlich so eine Front der Ablehnung, gut, es gab dann auch andere Sachen, aber interessanterweise, in West-Berlin war die größte Ablehnung. Ich habe eher mit Rundfunkanstalten am Rhein gearbeitet oder in Hessen. Aber dann in Berlin war das merkwürdig, obwohl diese Nähe ja da besonders groß war. Auf Ihrer Website ergänzen Sie die Gedanken von halb fliehend und halb vertrieben mit den Worten, ist mir das fremdgewordene Land so nah geblieben. Was konnten Sie denn aus Ihrer Arbeit in der DDR mitnehmen? Erstmal in die Bundesrepublik und dann auch nach der Wende, also nach dem Fall der Mauer. Sie meinen jetzt in das neue Deutschland, ja. Also meinen Sie jetzt die Arbeiten, die ich hatte? Ja, was Sie da mitnehmen konnten von Ihrer Zeit aus der DDR. Also ich habe im Grunde alles mitnehmen können. Das war ja, also ich meine ja, jetzt... Ja, aber also ich meine, jetzt, was jetzt... Ach so. Genau, ja, also ja. Sie haben ja mit weiter ja gemacht, ja. Ja, gut, aber ich habe im Grunde nach dem Mauerfall, habe ich noch Stücke geschrieben nach dem Mauerfall. Die habe ich in gewisser Weise mitgenommen, aber die sind dann auch entstanden. Es gab zum Beispiel eine Uraufführung am Theater in Zittau, das ist das östlichste Schauspieltheater Deutschlands. Da gab es 1998 dann eine Uraufführung, endlich wieder Wagner, wo eine Geschichte erzählt wird von einem Pärchen aus der ehemaligen DDR, das quasi über Leichen geht, um ans große Geld zu kommen. Das war sehr schwierig, weil da noch sehr stark immer gesagt wurde, wir sind ja alle die Opfer des Westens. Und da dem Opferdasein widersprochen wurde, war das Publikum ziemlich verschnupft da. Also das war eins der Stücke, was ich mitgenommen habe. Was du mitgenommen hast, ist eine kritische Haltung. Ja, das habe ich. Ja, das habe ich. Das ist ja auch. Ja, 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 ja. Ja, das ist das. Dieses Thema von fremde Nähe. Ja, ja. Also die kritische Haltung, ich habe ja in meinem anderen Beruf, der in diesem Roman keine Rolle spielt, nämlich im Schauspielberuf, konnte ich relativ schnell auch wieder Geld verdienen. Ich sage das mal jetzt so schnöde, also um die Miete zu bezahlen. Das war okay, wenn ich dann in großen Hollywood-Filmen meine Stimme zur Verfügung gestellt habe, was ich heute noch mache oder eben Hörbücher lese oder sowas. Gut, dann ist das auf dem westdeutschen Markt, ist das dann aufgrund der Begabung, das betrifft ja viele Kollegen aus der ehemaligen DDR, wenn Sie jetzt auf die Castliste gucken im Fernsehen, ganz viele ehemalige DDR-Schauspieler spielen dort große Rollen, weil man wusste, das sind Leute, die sind hervorragend ausgebildet. Und sie waren über lange Zeiten, das muss ich auch sagen, sie waren einfach billiger. Und das ist ja immer ein großes Prinzip gewesen des Kapitalismus, immer noch. Sie haben in Ihrem Buch auch Ihre eigenen Texte mit drin? Ja.
Welche Intention verfolgen Sie damit? Warum haben Sie die mit reingenommen? Es sind ja Texte aus der DDR noch und auch Texte nach dem Ankommen. Ne? Ja, es war so, dass es einmal hatte ich das Gefühl, ich möchte auch ganz gerne in dem Roman den Lesern die Chance geben, der redet immer davon, dass er Dramatik schreibt und so, die Chance geben, durch Ausschnitte einiger Stücke, sag ich mal, die Schreibe von Effert zu erleben. Wie hat denn der geschrieben? So. Und da gibt es halt, und es ist ganz wichtig, dass erzählt wird in dem Roman, das ist nicht so wie mit der Kelle angepappt, wie es bei Shakespeare heißt. Nein, sondern wenn die Texte drinstehen, haben sie immer einen Bezug zu der jeweiligen Passage des Romans. Wenn es also heißt, dass Effert in immer tiefere Depressionen gefallen ist, bevor er weg konnte, und sagt, und dann schrieb er diesen apokalyptischen Text und den Ausschnitt aus diesem Stück von mir, dieselbe Gegend später. Also der Tag nach dem Armageddon, also der nach dem Super-GAU, ne? Wo im Grunde zwei Männer nichts anderes im Sinn haben, als sich gegenseitig totzuschlagen. Also oder dann eben eine andere Stelle, wo aus dem meinem Stück das Verfahren, das ist das, was 2015 nochmal am Staatstheater Meiningen Premiere hatte, wo eben der Effert sagt, naja, sonst haben immer meine Figuren, haben sonst immer für mich gesprochen. Und die hatten dann die Bedrängnisse oder hatten dann den Blick auf die Wirklichkeit, obwohl das natürlich auch kritisch war. Und dann kommt ein Ausschnitt aus dem Verfahren. Ja. Oder später eben aus einem Ausschnitt aus Circus Germanicus, was 2001 im Schauspiel Erfurt aufgeführt wurde. Also das war auch die Texte, wenn es an einer Stelle eben heißt, er wusste nicht, gibt es überhaupt noch ein Interesse an diesem anderen Landesteil, an diesem anderen Staat und vor allen Dingen an den Menschen dort, da es schon so einen so großen Konsensus gab. Und dann kommt dieser Text, wo es dann im Grunde heißt, wo so ganz tolle politische Herren im Westen beschließen, man könnte doch eigentlich auch einen Eichenzaun drechseln statt der Mauer. Und dann würde ein Kunstwerk auf Deutschlands Riss stehen. Und dann finden sie es alle ganz toll und bejubeln das und heißt ja dann am Schluss, das wäre zumindest für unsere Tage die deutscheste Lösung der deutschen Frage. Doch auch die findet nur in Gedanken statt, weil alles bei uns seine Grenzen hat. So, ne? Also es ist immer ein integraler Bestandteil des Romans, der Erzählung. Sie treten seit den 1980er Jahren mit eigenen Liedern und Texten auf und das mit einer sehr kritischen Stimme. In Ihrem Lied, es war zweimal, heißt es, er zahlt wie viel als Einheitspreis. Die Wahrheit bleibt inkognito. Das war in Deutschland immer so. Was bedeuten Ihnen denn diese Auftritte? Warum sind die so wichtig? Also diese Auftritte sind insofern für mich ganz wichtig. Ich bin ja dann später im Westen damit in vielen Städten gewesen, an vielen Theatern, von Freiburg bis Kiel, von Aachen bis Zittau. Und also das ist ganz in der DDR durfte ich ja nur einmal wirklich mit einem kompletten Programm auftreten im Staatstheater Schwerin. Da habe ich 13 Vorstellungen in den Kammerspielen gespielt, immer ausverkauft, wurde allerdings von der Bezirkspresse totgeschwiegen. Aber wie das oft in der DDR war, im Theater der Zeit und im Sonntag, der Zeitschrift, die jetzt Freitag heißt, gab es eine sehr positive Rezension. Nur, es saßen natürlich auch Leute drin, wie ich immer sagte, die bestellten, die bestellt waren. Ne? Und da war das dann so, ich werde nie vergessen, es ist ein Lied da drin gewesen, wo ich immer dachte, na, wenn ich das singen darf, wo es am Schluss heißt, macht Eierpopeia statt Revolution, an dieser Art Schlaflied zerbrach die Nation, Eierpopeia, das Lied ist bekannt, macht endlich Schluss damit in diesem Land. Und ich immer dachte, na, kann ich das singen? Und dann machten sie Folgendes, ich glaube, sowas wie heißt denn das, wenn man so ein Ohrwurm, gab es irgendeine Sendung des DDR-Fernsehens und die zeichneten mit. Und dann passierte Folgendes, das ist ja so wunderbar, es ist immer so durchsichtig. Sie waren in einer Vorstellung bei mir, abgesehen davon, dass der Kameramann völlig unsensibel nach vorne latschte, während ich gerade in einem Lied war. Gut, das Geschenk. Aber dann fing ich an mit dem Lied, Eierpopeia, ein Schlaflied in Deutsch zu singen, heißt der Titel. Und dann habe ich angesagt, Eierpopeia, ein Schlaflied in Deutsch zu singen. Eierpopeia, ich singe euch ein Lied, eines zum Träumen, damit nichts geschieht. Reinhard Kunert tritt im Staatstheater Schwerin mit Liedern und Texten auf. Da quatschte dann der Kommentator drüber und man verstand nicht ein einziges Wort. Und dann am Schluss nur noch der Schlussakkord mit der Gitarre. Und damit war es feiern Fernsehbericht. Das Leute hatten nicht gehört und nicht gesehen, was der da gesungen hat. Also das war das Einzige. Aber dann, wie gesagt, war es ja so, dass ich dann
in West-Berlin dann in der kleinen Komödiantenbühne, wie es hier heißt, aufgetreten bin mit einem und bin auch zum Theatertreffen eingeladen worden damit. Ja, und der WDR hat das in voller Länge aufgezeichnet. Das war dann so, wo ich dachte, ja, dann versuche ich es damit wenigstens. Ne? Warum ist denn das jetzt, Sie machen das ja immer noch, warum ist denn das so wichtig? Das ist immer noch wichtig, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, das, was in den Liedern erzählt wird, das ist so aktuell, die Lieder sind teilweise vor 30 Jahren. Es war zweimal, ist vor 30 Jahren geschrieben worden. Wenn Sie überlegen, das ist ja immer das Geheimnis von literarischer Satire. Ich schreibe ja kein Kabarett. Ich habe früher mal gesagt, ich werfe nicht mit Kohlköpfen, weil, als der Kohl noch ganz da war. Das ist ja das Geheimnis von Tucholsky-Texten oder von Kästner-Texten. Kästner, wenn der einen Text geschrieben hat in den 20er Jahren über die Banken, na, den schlage ich heute auf und denke, hat er den vorgestern geschrieben? So. Also Heine in gewisser Weise nicht. Weil es einfach um Grundverhaltensweisen von Menschen geht. Und die ändern sich halt nicht. Mit denen begegnen wir heute nach wie vor. Und deswegen ist das für mich nach wie vor wichtig. Ich werde jetzt auch wieder, ich habe bei der Berliner Buchpremiere dieses Romans im Roten Salon der Volksbühne habe ich gelesen, aber vorher und nachher Lieder gesungen. Mit einem Pianisten zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja, neben Ihrer Arbeit als Dramatiker, Autor, Schauspieler und Regisseur sind Sie auch jetzt Synchron- und Hörbuchsprecher. Ja. Und sind sehr erfolgreich. Wie kam es dazu kurz? Und ja, was reizt Sie an dieser Arbeit? Ist ja nochmal was anderes. Das ist was anderes, ist aber im Grunde eine Facette des Schauspielerberufs. Ne? Also Synchronisation mache ich seit über 50 Jahren. Hörbuch mache ich jetzt seit 12 Jahren, weil das lange an mir vorbeigegangen ist, weil ich in Irland gelebt habe. Und das ist für mich das macht so viel Spaß, Hörbuch zu lesen. Ich habe inzwischen über 150 Hörbücher gelesen. Also unter anderem, die Leute kennen das immer gleich, Game of Thrones, ne? Also das Lied von Eis und Feuer. Das waren 8000 Seiten, die ich da gelesen habe. Aber das macht so viel Spaß und ich bin jetzt auch gerade wieder dabei. Ich werde jetzt in Kürze einen sehr schönen irischen Roman einlesen. Gerade jetzt Spaziergänge durch Dublin eingelesen, also weil auch immer wieder mal so Bücher auftauchen, die mit Irland zu tun haben, weil man eben weiß, dass ich da gelebt habe und gearbeitet habe. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch, war sehr interessant und wünsche Ihnen viel Erfolg noch. Bedanke mich auch. Ja. Danke.